voll Spaß. Warte, vielleicht. Ja! Dass das funktioniert, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Jo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer Folge Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ja, ich hatte mal Lust auf das Spiel und ich hatte auch vor allem mal Lust, was anderes aufzunehmen. Und habe mir gedacht, du, warum hast du da nicht mal das gute alte Call of Duty Modern Warfare raus? Das ist allerdings die Remastered-Version, wie ihr unschwer erkennen könnt. Aber, ja. Also ich muss sagen, das Spiel ist jetzt ein... Das ist jetzt Oktober, hier November rausgekommen, ne? November? Ja. Wir haben jetzt Februar. Das heißt, das Spiel ist 4 Monate alt. Und ich habe gerade gefühlt eine Stunde gebraucht, um überhaupt ein Match zu finden. Ohne Witz. Das ist so lächerlich. Guckt euch mal die Teams an, allein das Teambalancing, warum kommen die denn nicht mal ins gegnerische Team, die anderen Typen, die hier bei mir drin sind? Das verstehe ich nicht. Und auf jeden Fall, naja, der Grund, warum das, glaube ich, so wenig Leute spielen, ist... ...ist, dass man, wenn man das Spiel startet, erstmal 3 Stunden lang diesen komischen Shader-Cache hier füllen muss, damit das Spiel ja angeblich flüssiger läuft. Und damit man keine Ruckler hat. Und im Endeffekt kostet dann das ungefähr eine halbe Stunde hat mich das jetzt gekostet. Ohne Witz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Ich muss sagen, ich finde das extrem übertrieben. Für 5 Minuten Computerspielen. So. Also beziehungsweise für 1-2 Ründchen Call of Duty. So viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Ich meine, ich will eine Runde Call of Duty spielen, also vielleicht mal 3, 4, 5, und muss dafür eine halbe Stunde warten. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich das Spiel starte, dann habe ich doch schon keine Lust mehr, überhaupt das Spiel zu spielen. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr? Das ist doch schwachsinnig. Ich will ein Spiel spielen, also wenn ich ein Spiel spielen will, dann starte ich es, weil ich es spielen will und nicht, weil ich eine halbe Stunde zusehen will, wie dieser komische Shader-Cache gefüllt wird, damit das Spiel angeblich besser läuft. Ich meine, andere Spiele, sprich Battlefield, sprich The Rise of the Tomb Raider, sprich... Autsch! Sprich... Alle anderen Blockbuster, die rausgekommen sind, Gears of War, was weiß ich nicht alles, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt auf PC rausgekommen oder nur auf Konsole? Und dann muss man sich überlegen, die laufen doch auch flüssig, wenn man das nur startet oder nicht. Das ist so für mich so ein Schuss ins eigene Bein. Echt, andere Spiele sind auch, laufen super, werden unfassbar viel gespielt. Und dazu kommt, dass ich halt einfach keine Lobby gefunden habe. Und das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass die Leute... einfach keine Lust haben, jetzt so eine Stunde zu warten, bis sie überhaupt mal spielen können. Das würde ich auch nicht machen. Ich mache das jetzt nur, weil ich dieses Video hier bringen will. Und dann kommt dazu, dass die Lobby... Oh, fuck. Dass die Lobby... Oh, da ist ein Gegner. Dass die Lobby überhaupt mal ultra leer war und dann auch... Ja, Teams unbalanced. Toll, ich dachte, der geht da um die Ecke. Wie ihr seht, ich bin nicht der Beste in COD. Ich bin mittlerweile schon das... Okay, ich bin mittlerweile schon das Jetpack und so gewöhnt. Aber ich bin froh, dass es auch mal wieder ein COD ohne lästiges Jetpack gibt. Einfach mal... ein entspanntes Call of Duty. Oh, next level. Ist denn der Gegner? Nein. So, da kommt einer. Komm, komm. Gut, Gegner gettet ihn.
So. Jetzt kommen sie von links. Oh. Nicht richtig reloaded. Ich bin es immer gewohnt, von anderen Spielen laufen zu können, also sprinten zu können und dabei nachzuladen. So, ich bin so ein Call of Duty Spieler. Ich suche mir immer ein... Ah, der liegt auf... Man kann auf das Dach? Ich suche mir immer einen Bereich aus, den patrouilliere ich dann. Sei es Team Deathmatch, sei es Herrschaft. Ich bin auch jemand, ich bin kein Mensch, der jetzt in Herrschaft 100 Mal von A nach C rennt, sondern ich suche mir, also von A, B, C, B, A, ne? Sondern ich suche mir dann meine eine Flagge, vielleicht meine zwei Flaggen und patrouilliere dann halt die ganze Zeit an den durch, weißt du? Versteht ihr das? Ne? Ja, ich bin ja auch nicht in deinem Team oder so, du Vollspasten. Warte, vielleicht. Ja! Dass das funktioniert, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Okay. Also sagt mir mal, schreibt mir mal bitte eure Meinung zu den letzten Call of Duty Spiele in die Kommentare bitte. Was haltet ihr von dem Infinite Warfare? Was haltet ihr von der Remastered Version von Modern Warfare? Einmal das Spiel an sich, einmal die... Okay. Das Spiel an sich einmal bitte, dann einmal wie es umgesetzt ist. Also tendenziell finde ich es nicht keine schlechte Idee. Nur irgendwie kommt es teilweise so ein bisschen herzlos rüber. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, richtig mit Call of Duty habe ich mit Modern Warfare 2 angefangen und hätte mir dementsprechend auch viel lieber einen Modern Warfare 2 als Remastered-Version gewünscht. Einfach weil das Spiel eins der besten war. Das war das legendäre Call of Duty. Also es war das COD, was ich am meisten gesuchtet habe, von morgens bis abends. Das war eigentlich so mein Startschuss in die Call of Duty Serie. Ihr könnt mir ja erzählen, welches euer Lieblings Call of Duty war, was ihr bis zum Ende durchgesuchtet habt. Das würde mich einmal interessieren. Den hinteren hätte ich holen können, aber dadurch, dass der vordere gekommen ist... Oh, so. Also nochmal zum Zusammenfassung. In die Kommentare bitte einmal euer Lieblings-Call of Duty und eure Meinung zu den bestehenden Call of Duties, also ne, wie Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered eurer Meinung nach geworden ist. Würde mich einmal interessieren. Danke. Tschüss. Ach, immer noch da oben. Kann ich auch? Nee, kann ich nicht. Ah, 16 zu 12. Ist für meine Verhältnisse doch gar nicht mal so beschissen. Scheißen Drecksky. Hier kann man auch nicht durch. Oh, nee, jetzt haben die Gegner... Ja, ich glaube, jetzt haben die Gegner gewonnen durch den Heli auch. Ja, haben wir leider verloren. Nichtsdestotrotz, Call of Duty war immer eins der erfolgreichsten Spiele. Und mich würde einfach mal interessieren, wie findet ihr, hat es sich entwickelt? Was war euer Lieblings-Call of Duty und wie ist es heute? Also, man kann ja auch mal Vergleiche ziehen zwischen damals und heute. Ich glaube, die Entwicklung einfach mit dem Jetpack war auch damals nicht die richtige Entscheidung, weil dadurch haben so viele Leute wurden abgefuckt. Naja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitag. Und am Wochenende, also am Sonntag, bin ich der Meinung, ja, ich glaube Sonntag ist das, werde ich ein Video dazu machen, wie die neue Operation von Rainbow Six Siege aussieht. Also haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tadalöö!